Willkommen zurück zu einer neuen Geisterstunde in Phasmophobia. Heute soll ich ja meinen Mut unter Beweis stellen. Das heißt, sobald wir wissen, was das für ein Geist ist, werde ich mein Equipment tauschen gegen die gute Taschenlampe und werde da drin bleiben, bis ich mein Foto habe. Das Foto machen wir drin. Ja, ich bleib drin. Okay, nix. Naja, werden wir sehen, Habe ne? ich gar keine Angst vor. Finden Sie Beweise für übernatürliche Ereignisse mit einem EMF-Reader? Stellen Sie die Anwesenheit eines Geistes anhand eines Bewegungssensors fest? Lassen Sie einen Geist durchs Salz wandern. Der Geist heißt Was? Brandon Brandon? Bishop. Aha, der Geist scheint sowohl auf Gruppen als auch auf jemanden, der allein ist, zu antworten. Im Keller ist der Sicherungskasten. Ja, kann ich vielleicht erstmal meine ganzen Sachen mitnehmen? Ich war gerade Habe so ich ver dieses Kackhaus schon ja, wieder? ich war gerade verwirrt, als ich den Keller gesehen habe vom Aufbau, weil ich das Richfield-Haus im Kopf hatte. So, Brandon, gib mir ein Zeichen. Wo bist du? Brandon. Brandon, wo bist du? Gib mir ein Zeichen. Ja, wo bist du gestorben? Wo hast du dich versteckt? Du bist so doof. Du hast meinen Mut versaut. Meine Mutprobe. Kann ich jetzt hier nicht die komplette Runde alleine rumjuckeln? Ah. Auf Repeat. So, wenn jetzt nicht jemand wieder Döniken im Kopf hat, stelle ich jetzt meinen Mut unter Beweis. Ja, Keller wieder. Erreichen Sie einen durchschnittlichen Geisteszuschauer, bla bla. Entkommen Sie dem Geist während einer Jagd. Ich mach schon mal Strom an. So. Hey, geh auf. Jetzt aber. Jetzt sind wir mutig. So, der Geist heißt Kelly. Kelly, wo bist du? Gib mir ein Zeichen. Kelly Cray. Kelly, wo bist du? Gib mir ein Zeichen. Kelly. Ich habe hier Machst du was? 13 Grad. Ja. Kelly, bist du hier? Kelly, gib mir ein Zeichen. Mal oben gucken. Da ist eine Tür auf. Kelly? Wo bist du? Kelly. Kelly, wo bist du? Gib mir ein Zeichen. Auch nicht. Kelly?
Ich hab sie, sie ist oben. Grünes Schlafzimmer. So, dann holen wir mal die ganzen Sachen rein. Achso, ich kann ja nur zwei Kreuze mitnehmen. Töte sie, Kelly. Das und das Buch. Ich bin gerade oben, aber ich hole die gleich. Wie viel hast du? EMF 3, 3. Oh, ups. So, das ist schick. So, Kelly, schreib doch mal ins Buch. Schreib in mein Buch. Schade, da ist die Tür zugeklackt. Ich wollte die nur so ganz dicht dran machen. Oh ja, ich habe was gefunden. Oh, die hat den Strom wieder ausgemacht. Wieso hast du hier das Buch reingepackt? Das war ich nicht. Das lag da schon. Ach so. Anderes Buch oder nicht? Ja. Aber ich dachte erst, das wäre unseres. Oh, die Tarotkarten liegen auch auf der Kommode. Das müssen wir uns merken. Für ein Foto. Ja. Ah, diese Kackwände hier. Auf der Kamera kann man nichts sehen. Wenn wir die mal hier platzieren. Schick. Irgendwo ging doch hier gerade eine Tür auf. Vielleicht hier die Badezimmertür? Oh, Geisterbox. Falsche Taste. Wow. Ei, ei, ei. Easy, Kelly. Beweise. Wir haben die Geisterbox. Und wir haben Fingerabdrücke. Irgendwie ist sie überall. Das könnte der Kack-Mimik sein. Also wir haben Fingerabdrücke, wir haben die Geisterbox. Wenn noch Gefriertemperaturen kommen, ist definitiv der Mimik. War doch gefrier, ne? Ja. Kelly? Kelly, bist du hier? Ich komme auf Toilette. Bei Gefriertemperatur wäre es der Mimik. Ich glaube, Dots-Projektor. Ach so, Fingerabdrücke und Geisterbox. Phantom müsste doch der Dots-Projektor sein, ne? Dots-Projektor. Und dann haben wir noch den Poltergeist könnten wir auch haben.
Das Geisterbuch. Dann haben wir ein Phantom. Ja. Hier, der bewegt da was. Hier vor der Kamera hat er gerade was gelegt. Von deine. Kelly? Der hat hier gerade irgendwas. Ist das ein Stuhl? Der ist gerade vor dir gelaufen. Ist das hier vor, wo du die Kamera eingestellt hast? Ist das ein Stuhl? Hier, der bewegt die ganze Zeit den Stuhl. Nein, das ist ein kleiner Nachttisch. Ja, aber da ist was vor. Jetzt ist es weg. Okay. Kreuz verbrannt. Was? Was war das? Ist aber. Das ist ja. Oh, 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 oh. Kelly? So ein Stiftebecher oder so. Ja, den hat er bewegt. Was meinst du mit Death? Du hast nur noch 33 Zentimeter Dingsbums da. Ja, hier, hier ist gerade ein Kreuz verbrannt. Er sagt. Die Tür bewegt sich. Er sagt, stirb. Ja, ich weiß. Ja, du hast doch nur noch 28%. Oh mein Gott, er hat einen Schuh geschmissen. Ich weiß nicht, was ich tun soll. Oh Gott, das andere Kreuz ist auch verbrannt. Ich komm raus. Who cares? Ich komme! Das musst du noch sein. Ganz schön mutig war ich, war die ganze Zeit drinne. Du bist so dumm, ey. Alter, der ist da voll ausgerastet. Der hat Sachen geschmissen, das kannst du dir nicht vorstellen. Stuhl, Schuh. Der hat hier vorne irgendwas hingepackt, vor die Kamera. Ja, das war ein Stiftebecher. Ja, er hat da bewegt. Und da ist er durchgelaufen, ja. Er und der hat beide Kreuze verbrannt. Ja, und der hat einen Schuh geschmissen auf mich. Na, ist voll ausgerastet. Richtig Panik gehabt. Ich so, was? Und er so, ja. Und dann sagt er immer, die, die. Und ich so, nee. Er so, doch. Und ich so, Jatze musste töten. Ich muss mir mal ein paar Pillen schmeißen hier. 60, damit stehe ich besser da als sie. 94. Immer noch kein Foto vom Geist. Killt er mich jetzt mit meiner. Bist du tot? Das hat sich komisch. Nein. Wo bist du? Wie hast du das überlebt, Alter? Wie hast du das überlebt? Hast du die Tür zugemacht? Hä? Nein, ich war im Van und habe auf dem Bildschirm gesehen, dass das Bild so ist. Du lügst gerade. Hä? Nein, ohne Flachs. Ich war im Van. Nee. Ich hab's auf Aufnahme, Alter. Was willst du mir erzählen? Ich war im Van. Ehrlich, ich mach da keine Späße. Mit. Ah, fuck! Ah, ich stehe selber im Weg. Oh, ich dachte, ich bin tot. Ey, darüber macht man keine Witze. Hier drin ist ein gefährlicher Geist, Alter. Weißt du, was da alles passieren kann? Da kann sonst was passieren. Ich hätte sterben können, Jasmin. Doch, ich bin immer sehr. Alter. Aber er hat irgendwas gesagt, aber ich wusste nicht was. Ich bin immer sehr bewegt, wenn du stirbst. Es nimmt mich schon sehr mit. War ja nur komisch, dass ich hier gar nichts hatte und er die Tür zugemacht. Ich habe nicht mal Herzschlag oder so gehabt. Hast du da. Ja, dann war es vielleicht ein Geister-Event. Auf diesem Bildschirm ja, war das. Bin ich. Auf dem Bildschirm nee, im. Hier war gar nichts. Nee, ich meine im Van, da sah es aus wie wenn der huntet. Sie. Als wenn sie gehuntet hätte. Deswegen habe ich gefragt, ob du tot bist. Haben wir noch Knochen oder so? Ja, in dem einen Badezimmer unten. Unten? Ja.
Perfekt. Wie heißt sie nochmal? Du hältst schön den Sabbel. Kelly. 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 Kelly, kannst du mit mir reden? Aber was können wir noch machen, was ein bisschen Money bringt vielleicht? Ich bin mutig. Kelly. Wo bist du? In der Garage. Hä? Kelly? Oh, Strom wieder an hier. Ja, jetzt hat ein Düster hier in der Hütte. Hallo Kelly, bist du da? Muss man nach oben gucken, da dürfte die rumlaufen. Hallo Kelly. War sie das? Was zum Geier ist hier los? Warum? Warum hast du das getan? Was? Die Tür zugemacht. Hab ich nicht. Warst du das wirklich nicht? Doch. Ich dachte schon, die Kelly? Lampen flackern nicht mehr und so. Kelly! Kelly! Hallo Kelly? Wir bräuchten eigentlich noch ein Foto von Kelly. Hast du geflüstert? Mrs. Gray? Hast du ihm geflüstert? Nein, ich habe gerade geguckt, wie die mit Nana heißt. Mrs. Gray? Wie die hier ausgerastet ist. Warum ist das so extrem verbrannt und das nur ein bisschen? Ja, was mache ich jetzt? Ja, ich weiß nicht, wenn ich jetzt ein Foto von ihr riskiere, sterbe ich wahrscheinlich. Das war die nicht. Hast du die Tür zugemacht? Ja. Aber die ist doch eben nochmal zugegangen. Ich habe die Tür aufgemacht. Ich habe die Tür aufgemacht und dann ging die direkt wieder zu. Ich habe erst gedacht, du hältst auf der anderen Seite. Kelly? Oh Gott! Ich komm wieder runter! Ja, ich hab Karten. Bitteschön. Nee. Tu dir keinen Zwang an. Ich wollte ein Foto machen. Hab ich schon. Machst du das jetzt? Da stand Moon. Was stand da? Wo sind die denn, die Karten? Hier, ich habe zwei gezogen. Jetzt bist du dran. Nee.
Kerli? Ah, irgendein Ton. Wo? Ih, das hört sich voll komisch an. Geh mal kurz rein, nur hören. Das Radio ist an. Ja? Ja. Kerli? Habe ich den Geist schon eingetragen? Oh, ja. Fotos haben wir, zählt nicht, Interaktion zählt nicht, das sind so 1A Bilder, warum zählt das nicht? Habe ich gerade was weggeworfen? Oh. Ja, und nu, wollen wir düsen oder was? Düsentrieb? Keine Ahnung. Weil ich will da jetzt nicht nochmal hoch. Ich war ja schon mutig, oder? Nee. Bist du doof? Oh, Tür zu, macht sie. Hä? Die hat die Tür gerade rangemacht. Ja, das ist doch. Man muss ja auch nicht für jedes Zimmer heizen, ne? Wenn man da nicht drin ist. Ja, meinetwegen, ja, okay, dann nicht. Was haben wir denn noch hier? 25%, ja. Genau. Nein! Versteck dich! Ich laufe! Lauf weg, ich krieg die Tür nicht auf! Oh, oh, sie kommt runter! Kerli! 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 Bist du nach oben gelaufen? Kein Plan, wo du bist. Ich muss hier raus. Ich hab keine Ausdauer mehr. Boah. Ja, was ein Typ, ey. Ach, in die Garage. Du bist in eine Garage gelaufen. Ich hab dein Foto gesehen. Ja, 1A Fingerabdrücke. Hast du den Geist eingetragen? Ich würde dann losdüsen. Ciao, Kerli. Kerli. Edgefield. Hartes Pflaster. Wow, wer hätte es gedacht? Es war ein Phantom. Mann, ich wollte nur einmal dieses Ding nochmal ausprobieren und dann hat die mich gekriegt, ey. Mann, die ist mir so schnell hinterhergekommen, ey. Du musst. Die kam ja wahrscheinlich erst, da warst du ja schon weg, ne? Ja. Die hat dich ja nicht gesehen. Du musst im Optimalfall in der Hocke weglaufen, die Türen nicht zumachen, weil die hört das Knallen, und du musst dein Licht und deine elektronischen Geräte ausmachen. Ja, habe ich ja. Ja, okay. Dann ist das vielleicht halt. War ja zu langsam. Ja, oder hast du die Tür zugemacht? Nein, ich war doch in der Garage. Ja, ich meine von der Garage. Nein, ich bin einfach reingelaufen und habe mich beim Auto hinterm Auto versteckt. Oh, schade. Ah, egal. Naja, aber das war eine mutige Folge Phasmophobia. So ein bisschen mutig zumindest. So, ja, ich hoffe. Ich hoffe, wir sehen uns das nächste Mal wieder. Bis dahin, mach's gut, ciao.